Es ist endlich wieder Zeit, dass wir uns Manga- und Anime-Unterschiede von Hunter x Hunter anschauen. Diesmal zu Folge 2, Folge 3 und Folge 4 des Anime. Jedoch nicht nur die großen Dinge, die wirklich einen Unterschied machen, sondern auch die kleinsten Kleinigkeiten, weil ich es einfach echt lustig finde. Zu Folge 1 habe ich ja schon ein Video gemacht und wenn ihr auch Videos zu zukünftigen Folgen nicht verpassen wollt, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Während der Berg, auf den der Captain zeigt, um Gon zu helfen, im Manga nur einen Baum auf der Spitze hat, befinden sich im Anime viele Gebäude darunter und der Baum an sich ist sehr viel schlechter sichtbar. Während man im Anime bereits das Gesicht des Typen sieht, der Gon, Leorio und Kurapika verfolgt, sieht man im Manga erstmal nur den Schatten. Die Landkarten sind in den beiden Versionen komplett unterschiedlich und im Manga ist auch eine Menschenmenge im Hintergrund. Ich find's halt immer so witzig, wie manche unwichtige Details komplett 1 zu 1 übernommen werden und manche unwichtige Details komplett geändert werden und würde echt gerne mal wissen, wie das entschieden wird. Es gibt nämlich später noch eine Karte, die wieder 1 zu 1 umgesetzt wurde. Auf den Coverseiten des Mangas erhalten wir immer mal wieder ein paar extra Infos. Wir erfahren hier zum Beispiel, dass es ein Hunter-Prospekt gibt für alle, die Hunter werden wollen, dessen einzige Info das Datum, die Uhrzeit und die generelle Location der Exam ist. Da die Coverseite im Anime nicht gezeigt werden kann, haben sie eine Szene eingebaut, in der Leorio sie hervorholt und noch einmal erklärt, was sich darauf befindet. Eine Szene, die es im Manga nicht gibt. Gon hält seine Angel im Manga die ganze Zeit in der Hand. Im Anime hat er sie die ganze Zeit eingesteckt. Kommen wir zu dem ersten etwas größeren Unterschied, den ich echt schräg finde. Im Anime hat die Oma einen weirden Auftritt, in dem so eine random Tür aufgeht und ihre Helfer dieses Holzding mit ihr da drauf rausschieben, während sie im Manga einfach nur plötzlich vor ihnen dasteht und es dieses Holzding da auch gar nicht gibt. Ja, da fand wohl jemand, dass der Auftritt noch nicht dramatisch genug ist. Im Anime bringt sogar einer der Typen einen Holzständer mit einem Buster zu ihnen, wovon im Manga keine Spur ist. Das ist halt so random, dass es schon wieder lustig ist und genau deshalb mache ich diese Videoreihe auch. Ein weiterer dieser random Änderungen ist, dass die Oma im Manga mit ihren Beratern sich über die Antwort des Typen beratet, während sie im Anime die Antwort direkt gibt. Im Manga will Leorio die Oma nicht nur zusammenschlagen, sondern sie einfach töten und den Leuten bei der Hunter XM einfach ihren Kopf bringen. Alter, was geht denn bei Leorio ab? Im Anime fällt Gon vor Erschöpfung über das Nachdenken der Frage auf den Boden und sieht ziemlich nachdenklich und fertig aus. Im Manga bleibt er stehen und macht einen ziemlich energischen Eindruck, als er darüber spricht, dass er nicht weiß, wie er sich entscheiden würde, wenn dieser Fall tatsächlich mal eintreten würde, dass man nur seine Tochter oder seinen Sohn retten kann. Auf der Coverpage zu Kapitel 4 erhalten wir wieder einige Informationen über die XM und die Navigatoren, die im Anime wieder in verschiedenen Gesprächen mit eingestreut werden mussten. Im Manga wird Gon von zwei der Biester getragen und Leorio und Kurapika von nur einem. Im Anime wird jedoch Leorio von zwei getragen. Naja, das ist zumindest mal eine Änderung, die ich nachvollziehen kann, ne? Der Mensch, in den sich der Kiriko zur Tarnung verwandelt hat, sieht im Anime ganz anders aus als im Manga. Den berühmten Panda, Manga, Frosch, Stick und generell all die Märkte, die Gon so begeistern, gibt's nur im Anime. Ja, hier durfte wohl wieder jemand kreativ werden, weil noch 30 Sekunden für die Folge gefehlt haben und man ein bisschen Filler einstreuen musste. Der Tisch im Raum, der in Wahrheit ein Aufzug ist und Gon, Leorio und Kurapika nach unten zu Hunter-Exam bringt, ist unterschiedlich. Im Manga ist er eckig und es steht halt tatsächlich auch Essen drauf. Leorio isst im Manga sogar während der Fahrt, während sich Gon im Anime darüber beschwert, dass das mit dem Steak nur ein Code war und sie gar nicht wirklich was zu essen kriegen. Im Manga werden ganz andere Leute gezeigt, als die Tür aufgeht. Ich frage mich zum Beispiel, wer der große Typ mit dem Hammer ist, der fast schon am prominentesten ist auf dem Bild. Eigentlich wichtige Charaktere wie Hisoka gehen komplett unter, während man im Anime direkt Leute wie Pockel oder Illumi zeigt, die später noch eine Rolle kriegen. Tompa wirkt im Anime irgendwie viel korpulenter gezeichnet. Tompa stellt im Manga einen Kampfkünstler namens Cherry vor, eine Person, die im Anime nie erwähnt wird. Hier wird stattdessen Bodoro gezeigt, der später im Finale von Killua getötet wird. Ich bin gespannt, ob es Bodoro im Manga gar nicht gibt und diese Rolle von Cherry eingenommen wird. Das werden wir in den nächsten Videos noch sehen, aber warum sollten sie einfach so einen random Typen komplett umbenennen? Die Szene mit dem krassesten Unterschied in dieser Folge ist wohl die Einführung von Hisoka. Im Manga schneidet er dem Typen die Hände ab und wir sehen gar nicht genau wie. Vermutlich hat er das einfach mit seinen Bungee-Gum-Tricks gemacht. Im Anime gibt es diese mega weirde Szene, wo sich nicht nur die Hände, sondern die kompletten Arme des Typen in Blumen auflösen. Das sollte wohl eine Art von Zensur sein, hat aber dafür gesorgt, dass sich viele Leute bis zum Ende des Anime gefragt haben, was das für eine komische Fähigkeit war und ob Hisoka nicht noch eine geheime
extreme Nenntechnik hat. Ich verstehe auch nicht wirklich den Grund für diese Zensur. Immerhin gibt es im späteren Verlauf des Anime noch viel krassere Dinge, die nicht zensiert wurden. Im Manga gönnt sich Kilo einfach gleich zwei von Tompas Giftflaschen gleichzeitig, lol. Außerdem hat er in dieser Szene sein Skateboard noch nicht dabei. Im Manga sagen Gon und Kilo, dass sie fast 12 Jahre alt sind, im Anime sagen sie, dass sie bereits 12 Jahre alt sind. Im Manga kommt die Anspielung auf Leorios Alter sehr viel früher, und zwar direkt nachdem Gon und Kilo sich kennengelernt haben. Im Manga hat Nicolas einen ziemlich langen inneren Konflikt, als er als erstes ausscheidet. Er sei Nummer 1 im Sport und Nummer 1 in Academics, und es kann doch gar nicht sein, dass er der Erste ist, der verliert. Ja, sein Breakdown war im Anime bei weitem nicht so ausführlich. Im Manga sind Gon und Kilo von Anfang an erster Stelle, während sie im Anime erst ganz zum Schluss loslegen und sagen, dass sie ein Wettrennen machen und der Verlierer dem anderen ein Essen ausgeben muss. Diese Abmachung kommt im Manga nie vor, was schon wieder so ein kleiner random Change ist, der eigentlich gar keinen Sinn macht. Der ganze Dialog, in dem Kilo meint, dass er überrascht ist, dass Gon mit ihm mithalten kann, kommt nur im Anime vor. Das lässt Kilo im Manga weit weniger überheblich wirken. Im Anime erzählt Gon Kilo nur, dass er Hunter werden will, weil sein Vater Hunter ist. Im Manga droppt er vor Kilo jedoch den gesamten Kite-Flashback, was ich mega interessant finde. Kilo wusste also schon von Anfang an, wie wichtig Kite für Gon ist, und das macht das, was im Chimera-Antrag passiert, noch verständlicher. Gon will Ching finden, weil Kite so von ihm geschwärmt hat und Kite sogar stolzer auf Ching als auf sich selbst ist, was die Motivation von Gon auch noch einmal viel nachvollziehbarer macht. Im Manga wird das Konzept von Triple Star Huntern bereits in diesem Kapitel erwähnt, während das im Anime erst ganz am Ende im Hunter Election Arc vorkommt und man erst da erfährt, dass Ching einer von nur 10 Triple Star Huntern auf der ganzen Welt ist. Das konnten sie halt nicht einbauen, weil sie den ganzen Kite Flashback nicht eingebaut haben. Aber die Info halte ich dennoch für wichtig für den Aufbau von Ching, dass ich sie in irgendeiner anderen Szene mal eingestreut hätte. In Manga kommen Gon und Kilo ganz normal hinter Satos an, weil sie ja auch kein Wettrennen gemacht haben. Diese Szene, wo sie gleichzeitig ins Ziel laufen und sich dann darüber streiten, wer gewonnen hätte, und Satos sie so komisch anblickt, jetzt wieder nur im Anime. Die Szene, in der Hisoka den Fake-Prüfer killt, ist im Anime wieder komplett zensiert. Dort sieht man eigentlich gar nichts, außer dass ein paar Karten in seiner Brust stecken, während im Manga die Karten halt wirklich in seinem Kopf stecken und ihn halb zersägen. Okay. Den nächsten Change finde ich aber noch geiler. Im Anime springt der Affe, der sich totgestellt hat, einfach schnell weg, nachdem der Bluff aufgeflogen ist. Im Manga schmeißt Hisoka dem Affen einfach eine Karte hinterher, um auch ihn zu töten. Also das ist ja mal so eine badass Szene, die ich echt gerne animiert gesehen hätte. Ja, das war's dann auch schon mit 30 Unterschieden zu Folge 2, 3 und 4 des Anime. Ich werde das Format weiterführen, bis irgendwann alle Folgen durch sind, und da es mal mehr und mal weniger Unterschiede gibt, kann es auch mal sein, dass 2 oder 3 Folgen zusammengefasst werden, so wie hier. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, ob euch das Format gefällt und welche Änderungen ihr besonders witzig oder komisch findet. Und falls ihr Teil 1 noch nicht kennt, könnt ihr den hier in der Endcard auch nachschauen. Ja, bis zum nächsten Mal.